Es ist laut und ich bin verwirrt. Warum ist das Ding hier wieder da? Servus miteinander. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge The Witcher 3. Ich habe abgespeichert und Plötze und überhaupt und alles. Habe ich das letzte Mal vergessen zu machen? Vielleicht verbrauche ich da etwas? Ich bin mir nicht sicher und deswegen lasse ich es jetzt auch. Ja, Freunde, servus. Ich hab mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut über die erste Resonanz. Vielen Dank auch vielleicht für die schönen Kommentare und überhaupt. Und deswegen versaue ich es jetzt auch gleich wieder. Ich habe mir gedacht, wir können doch einfach da unten trotzdem nochmal rein. Wir haben ja gespeichert. Kann ja uns nichts passieren. Die Hexersinne anzünden. Komm, wir zünden sogar an. Damit wir was sehen. Bewachter Schatz. Wir haben ja auch eine Tür, die können wir ja zumachen, oder? Kann man noch zumachen. Ich meine, wenn wir jetzt das schnell sind. Wie, in welche Richtung? So. Ich habe die Stahlwaffe. Silberschwert. Ich glaube, mit Silberschwert ist gar nicht verkehrt. Und was ich noch komisch finde. Aha. Danke. Wow, das ist viel. Was ich komisch finde, vielleicht kann ich das irgendwie anders legen, ist, dass diese Zeichen, ne? Das Wechseln der Zeichen, dass ich hier immer rein muss. Außerdem funktioniert es gar nicht so schön. Also, ne? Ich muss schon kämpfen, um wieder auf Igni zu kommen. Vielleicht gibt es doch noch eine andere Möglichkeit. Eine schönere. Und es ist wirklich zu. Aha. Boah. Ich kann noch nicht mal ausweichen. Nochmal ausweichen. Er hat einfach zugemacht. Die blöde Sau. Gut, jetzt bin ich auch. Jetzt ist mir. Ja. Ich dachte, ich bin schlau. Und kann halt wieder zuschließen. Aber natürlich sind die Entwickler ein bisschen anders drauf, als ich es gewohnt bin. Eieiei. Ich freue mich richtig. Also, das war, hat mich gefreut. Ich hätte mich sogar gefreut. Wenn ich gestorben wäre, weil ich es schon wieder ein schöner Move fand. Ich finde es aber schön, dass die mitdenken. Dabei ist es so altes Spiel. Wird schon wieder irgendwas jaulen. Vielleicht ist es auch die Musik, die Atmo. Wir stressen uns nicht. Seht es mal nach, dass ich die ersten Runden erstmal reinkommen muss. So viel Spiel, wie ich gespielt habe. So ähnlich sind sie. Rollenspiele sind sie oft ähnlich. Aber es gibt halt Eigenarten. Auch mit den Tasten und ausweichen, nicht ausweichen, keine Ahnung, was ist das? Ich werde es nehmen. Von daher, na? Seht's mal nach. Meine teilweise Klamsigkeit, wie sagt man? Oh, das fehlt mir das deutsche Wort nicht ein. Ja. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Da leuchtet jetzt noch ein bisschen der Brief des Hexers Olgrim von der Vipernschule. Und Schema Vipernschule. Okay. Guck mal gleich rein. Gegenstandsschemas. Bringen Schemas zu Handwerkern mit den entsprechenden Fertigkeiten, damit sie Gegenstände für dich herstellen. Wow. Okay. So, Bücher und Schriftrollen. Wechsel mit A und D. Zwischen den gelesenen Büchern schreiben. Wenn sie gelesen sind, werden sie dem Fenster Bücher in Glossar hinzugefügt. Okay, Brief des Hexers Kolgrim. Jetzt nix. An Ivar Bösaug, Rektor der Vipernschule. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, die einst unser Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern. Die habe ich auch kennengelernt. Beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen. Ah, um mir die Entführung einer Imkergöre anzulassen. Imkergöre, schön. Sie brachten mich zum Verhör in die Was? Dabei fanden sie eins der Schemas und kursierten es. Doch, keine Sorge, ich werde es zurückholen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Er hat sich da... na gut, was will er machen, ne? Ich habe mich auf den allgemeinen themischen Rechten berufen und ein Urteil verlangt, statt mich den Lauen des Ritters auszuliefern. Meinem Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Mhm. Oh, da ist er jetzt da gestorben und ich habe es geschafft. Aber so krass waren die jetzt nicht. Ich erwarte keine besondere Schwierigkeit. Vielleicht erreiche ich unsere Fester noch vor diesem Brief. Werft die Schmiede an. Wir haben einiges zu tun, Kolgrim. Ja, tut mir leid, Kolgrim, dass es dich jetzt irgendwie da zerledert hat, ne?
Was, wenn eine deiner Quests aktualisiert wird? Jetzt geht's los. Links auf dem Bildschirm eine entsprechende Mitteilung. Wenn du aktualisierte Quests zurzeit nicht verfolgst, dann folgst du. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt ist unser erster Quest wahrscheinlich. Soll man die Schemas irgendwie. Was weiß ich, wir sollen da berichten. Was ist denn mit da unten? Hier ist doch ein. So, jetzt ganz ruhig. Gelassene, was gelesen in. Ja, wir wissen es doch. Da ist doch ein Säckel. Warum kann ich das Säckel dann nicht mitnehmen? Da ist doch Gold drin. So, da war noch einer. Hilf. Der sieht mir aus. Das könnte ein Hexer sein, oder? Der andere eher nicht. Keine Ahnung. Okay, was? Also Pilze, jawohl. Wir gucken gleich nochmal. So, das will ich nochmal anmachen. Alle Fackeln an. In einem Raum muss man alle Fackeln anmachen. Nicht, weil es gemütlich ist, sondern weil man vielleicht dadurch ein Rätsel löst. Rätselt mich jetzt auch schon wieder, warum, dass er hier eigentlich manchmal gar keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Das ist mir auch... Ja, ja genau, das möchte ich tun. Aber er hat da wirklich gar keinen Bock. Das ist unzulänglich, ohne Ende. So, vielleicht, wenn ich mich da hochstelle. Gera, wie geht's denn dann? So, vielleicht war das das Rätsel. Jawohl. Und... Da drüben noch. Und das kleine Geldsäckel hätte ich aber auch noch gern, ne? Gerald. Gerald. Gerald, bitte. Danke. Soll ich brennst denn jetzt wirklich überall, damit ich zufrieden bin? Da. Da. Brennst jetzt überall. Ich glaube, sieht sehr gleichmäßig aus, ne? Eieiei. Was? Es brannte schon? Nee, da unten. Okay. Ach, Gerald, bitte. Mach doch das da oben an. Gerald. Gerald. Was ist denn heute? Komm mal heute. Bist du heute irgendwie nicht? Ich fühle mich eigentlich ganz gut gerade. Ich bin ja im Wochenende. Aber Gerald ist. Oh, jetzt hat man was gehabt. Lauf. Vielleicht sollte ich das einfach mal wegstecken. So. Ja, wir könnten. Ich weiß, es tut mir leid, dass ich das unbedingt jetzt will, aber jetzt will ich es halt auch. Ich habe jetzt alle verdammten Fackeln angemacht. Jetzt mach bitte die eine. Und ich weiß, dass du es kannst, Gerald. Ich habe es nämlich gerade gesehen. Ist doch unmöglich. Gleich schimpfe ich wieder übers Spiel. Gleich bin ich richtig sauer. Ach mir gerade, ich könnte auch den Zauber nehmen. Kann schon drin's. Okay, so Säckchen. Aber wenn ich die Sicht anmache, dann wird es nicht angezeigt zum Aufnehmen. Okay, gut. Dann haben wir hier ein bisschen, oh Gott, gelootet. Schauen wir uns den Bums mal an. Gildorfer Schwert ist halt... Da ist es. Was ist das dann? Stahlwaffe. Ich könnte jetzt das da reinmachen, ne? Und unsere anderen Stahlwaffen, die sind anscheinend immer da. Mal eine bessere. Das ist wahrscheinlich nicht gut, ne? So. Wie sehen wir denn aus? Okay. Dann habe ich hier irgendwie Quests. Sonstiges. Kann ein Händler verkauft oder Händler zu. Aha, kann zerlegt. Wie zerlege ich das? Bessere Beschreibung. Da, was ist unter dem? Ah, okay, zu. Okay, geh mal raus. Vielleicht fällt er mir gleich nochmal in den Rücken. Würde sie anbieten? Magie, ein Ort der Macht. Ja, Gerald, da waren wir schon ein paar Mal. Ich verstehe es halt gerade nicht, warum das so ist, wie es ist. Wir gehen jetzt den tollen Pfad weiter, den wir da unten haben. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt da gut ankommt, weil wir auf der großen Karte gesehen, dass das war jetzt kein guter Weg. Eigentlich war es kein guter Weg. Aber schauen wir mal. Ah, ehrlich, guck mal, da sind sogar Leute unterwegs. Mensch, na. Gibt's ja wohl nicht. Hallo. Na? Grüße. Nicht so schnell, Plätze.
denn hier los? Gibt's hier wen? Da oben vielleicht? Will ich jetzt ärgern? Langsam. Gibt's hier eigentlich auch Schnellspeichern? Ich will's jetzt versauen. Ich will's dir gleich am Anfang versauen, deswegen speichere ein bisschen öfter. Luede Nordling. Was denn? Tritt zurück. Dich zurücktreten? Aber kann ich das einfach nehmen hier? Ein Alkoholtest. Ich habe erst gelesen, ein Alkoholtest. Was? Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Hier vielleicht dann von ihm? Loir Enard Fein. Kann ich da rein? Altes Ziegenfeld. Du bist Beruhige dich, Nordling. Entschuldigung. Aber bloß mal. Ich sehe ganz komisch aus jetzt. Naja. Ja. Ah, okay. Da kann ich gleich die nächsten Schnapper da hinten mir anzeigen lassen. Das hört sich an, das hört sich nach Wölfen an. Oder Hunden. Weiter geht's. Da ist nichts. Versuchen heute mal den Quest jetzt zu erreichen. Nächste Quest hier. Komm schon, Plätze. Komm schon, Plätze. Schnar. So. Ah, tatsächlich, da geht's lang. Da kann ich mich wieder dran erinnern. Ein bisschen. Langsamer. Kann ich da jetzt dran vorbei? Oh, da ist ein Frosch. Kann ich da vorbeireiten oder ist es blöd? Lauf, Plätze. Also auf Wölfe habe ich jetzt keinen Bock gehabt, ne? Also, Entschuldigung. Langsam. Ja, fein macht ihr das. Gut macht ihr das. Ich glaube, da müssen wir immer absteigen. Mal was fragen. Sprich mit dem Kommandanten. Okay. Ein echter Edimin. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Was? Loir Enard Fein. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Jetzt? Kann ich dir nicht sagen. Du hast keine Hose an, mein Guter. Also, irgendwie. Weiß ich nicht. Noch ein Bauer, noch ein... Yeah. Loire Nordling. Ja. Na gut, okay, dann gehen wir hoch, ne? Ich lasse mich mal selber rein, ne? Ich finde den Weg. In die Ruine. Hallo. Sag mal, müsst ihr alle so komisch kehlig reden? Was ist denn mit euch? Ja. So, was ist das? Ja. Oha. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ach, das sind ihr die Schwarzen. Könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Aber der ist doch gar nicht schwarz. Gewöhn dich nicht dran. Also weder von allen. Also da oben die Kapuze. Also ja, nichts Schwarzes an. Noch überhaupt irgendwas. Hä? Hoppala, hei. Oh, kann ich auch mal gucken? Das ist Diebstahl, okay. Lass den Unsinn. Ja. Sorry, ich wollte. Ja? Lass den Unsinn. Okay, alles gut. Okay. Und da kann man dann rüberhopsen, ja? Machen wir jetzt nicht, aber machen wir noch. Das zieht mich schon wieder magisch an. Ich gehe jetzt erstmal da rein. Bevor ich wieder die Quest hier nicht irgendwie beginne. Irgendein Narwal? Sag mal! Was willst du? Es diese Firin. Laut Esse Ulfhedan an Moeras. Esse Drog Moeras. Esse Tufen Ulfhedan. Gluir in Herzen. Ja, redet ruhig alle. Redet ruhig alle. Alles gut. So, da hinten müssen wir hin. Oh, ein Schmied. Ein Handwerker. Können die verschiedenen Gegenstände anfangen gegen
Obolus versteht sich. Waffenschmiede, schmieden Waffen. Rüstungsschmiede, stellen Rüstung. Wenn du einen Handwerkerschirm findest, bring es zu einem Handwerker, der richtige Sorte von Fähiger. Aha, okay. Dann könnte ich jetzt ihm gleich Losung? Vielleicht... Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Falschen kannst du das auch? Na, so einer ist es. Er hat auch komische Augen, ne? Zeig mir was, kannst du mir etwas für... Hä? Wie ist die Moral? Geh jetzt mal da drauf. Ich möchte, dass du etwas für mich anbietest. Wenn er das jetzt hat, ne, das Schema, muss ich das dann bei ihm immer dann holen, wenn ich das haben möchte? Das wäre blöd, oder? Gegenstände herstellen. Links auf dem Bildschirm siehst du eine Liste Schemas. Rechts siehst du eine Beschreibung aktuell ausgewählten Gegenstände. Alles klar. Und in der Mitte, was du brauchst. Herstellen. 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 Ach, zerlegen kann ich auch. Das mache ich dann offscreen normalerweise. Ich muss jetzt aber mit euch zusammen das einmal kurz angucken. Ich kann für Silbererz alles herstellen. Plunder. Heft. Silberschwert. Zwiebelschein. Zutaten fehlen. Ja, da habe ich da fehlt noch ein bisschen. Ah, okay, aber das Schema bleibt bei mir. Aber ich muss halt jemanden finden. Alles verstanden. Okay. Dann kann ich hier reparieren. Dann kann ich hier Verbesserungen entfernen. Zerlegen kann ich auch. Das Zeug hieß es ja, ist zum Zerlegen, ne? Genau, dann machen wir das auch. Alter, das kostet auch noch. Ja, mei, so ist es halt. Okay, und das da... keine Ahnung. Dann verkaufen wir das, oder? Handeln? Nehmen wir das rüber. Und die Handschuhe? Ja, lassen wir die halt immer drin, keine Ahnung. Das ist ja mein normales Schwert. So, und was bekomme ich jetzt? Oder ist es schon verkauft? Ah, ist schon, ne? Habe ich gar nicht drauf. 41 muss ich dafür bezahlen. Ist ja wurscht, ich habe nicht drauf geachtet. Das ist halt so. Okay. Okay. Das ist ja das gleiche dann, ne? Oder? Zeig mir deine Waren. Dann kann ich ja trotzdem durch. Jetzt sagt er mir nochmal, wie es zerlegen geht. Meine Fresse. Ja, ist klar. Dann fragen wir das so. Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Oh. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Das haben wir schon hinter uns. Also ich habe verkauft, mein Bruder. Ja? Bis dann. Bis dann. Ich bin gleich wieder da. Oh, so, weiter im Text. Entschuldigung. Ah, ich hätte jetzt gewusst, dass ich ihn husten muss. Waffen aufwerten. Spezielle Schleifsteine, um deine Waffen aufzuwerten. Oha. Bekommst du einen Bonus auf den Schaden. Schleifsteine. Steht hier einer rum? Oder kann ich einen kaufen? Was meint er damit? Ach hier. Oh, ist er klein. Oh ja, ist er klein. Mutant. Und welches jetzt? Alle? Oder was ich gerade hatte? Gegenstände. Okay, alle. Ich hätte ja auch lesen können. Was ist denn, wenn ich in die Kiste hier mal reingucke? Da darf ich nicht hin. Ich wollte mal gucken. Wie soll ich denn da rankommen? Vielleicht nachts? Oder ist viel drin? Darf ich das denn länger angucken? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ach gut, okay. So, Leute. Wer ist denn hier? Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen ihr und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Das Spiel da ist bloß nett, weil wir da stehen. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Du wärst enttäuscht. Was? Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Ich kann es nicht leugnen. Sind wir mal nett? Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer.
Ah, Wadgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Jennifer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Na. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Was? Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Das ist mein Freund. Den habe ich von Anfang an. Das war eins der ersten Gegenstände. Kreaturen, die ich hier im Spiel gesehen habe. Ich will den nicht töten. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Oh, ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Mhm. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Okay, wir machen das so. Wir nehmen das natürlich an, aber ich würde vorher vielleicht ein, zwei kleine... Um reinzukommen, ne? Ich will jetzt nicht gleich einen Greifen angreifen. Ich würde es vielleicht irgendwie schaffen mit 5 Versuchen, aber irgendwie fühlt sich es gerade nicht so gut an. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Sein Hort. Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Hm. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Echt? Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Eine Kuh. Ich brauche mehr Infos. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Oh, Geralt, mein Gott. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. So eine. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Alles klar. Kennt sich besser aus als ich. Ich brauche mehr Informationen. Nein. Ich brauche einen Kreuz. Hm. Nein, ich... Geh zu... Bitte. Danke. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald. Sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Nee, da gehe ich da nicht hin. Boah. Tomira und Mislav. Danke. Es spaltet sich auf. Eigentlich wollte ich zu Jennifer und jetzt muss ich zu Tumbinambur und Miraf los. Kannst du vorher mal einfach. Frage den Jäger. Okay. Was war denn. Ich speichere nochmal ab, weil ich hier bestimmt Scheiße baue. Wenn ich da reingucke. Das darf ich nehmen? Okay, dann nehme ich das natürlich mit. Okay, wo ist, Moment, Dani, da ist immer falsch. Wo ist denn hier... Oh Gott. Leute, ich habe nicht aufgepasst. Inventar-Quest. Hier, Quest. Sehr gut. Lass mich in Ruhe. Ja, ist ja gut. Lass mich in Ruhe. Geh weg. So, aha. Die dann Stachelbände, ja klar. Frage, ah ja, Schatzsuche, Reapern, aha. Besuche die Burgruinen. Ich guck bloß mal, ne? Also Burgruinen hört sich jetzt auch nicht so geil an. Ich bin Stufe 1, Leute. So, Burgruinen wäre da hinten. Da müssen wir da wieder hin. Das machen wir heute noch. Wir gehen heute mal auf den Weg, ja? Also bloß mal, wie gesagt, ganz ruhig und ganz langsam und ganz cool. Und reinkommen und überhaupt und heilen zwischendrin und weiß ich auch nicht. Muss er eigentlich so auch mal was essen? Gute. Gerald, wie sieht's denn aus mit deinem Hunger? Hast du Hunger? Ich weiß, ich war jetzt vielleicht zu oft in irgendwelchen
Survival Games drin, aber hast du? Okay. Muss ich das auch tun? Ist jetzt ist es gleich Abend, ne? Es ist so später Nachmittag. Aber Hunger hat er nicht, ne? Auch schön auch aufgearbeitet. Ciao. Schön. Naja. Wirksam im Kampf ist Hybridenöl, Artetsche, Bombe und Hart. Der sieht cool aus, ne? Sieht eher ein bisschen gorillaartig aus. Okay, Art. Was war Art jetzt nochmal? Gibt es da nochmal einen kurzen Hinweis? Telekinetische Druckwelle. Aha. Vielleicht um vom Himmel zu holen. Mein Bester, ich guck mich bloß mal ganz kurz nochmal um, bevor wir hier wieder abhauen. Dings, Biberich. Was? Willkommen am Arsch der Welt. Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungsschmiede. Ah, das gibt's auch. Also es gibt ein Pendant zu dem... Ah, cool. Wisst ihr, was ich blöd finde? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es auch gut gemacht werden kann. Ich finde es blöd, wenn man so Fantasiesprachen einspricht. Das klingt immer ein bisschen blöd. Na? Also auch bei Herr der Ringe oder sowas, die elfische Sprache, das fand ich immer grenzwertig, peinlich. Und das hier, ja, es gehört irgendwie dazu. Klar, das sind andere Leute, andere die haben eine andere Sprache und schönes Mühe gemacht haben. Und klar, das wäre komisch, wenn sie unsere Sprache, also die Sprache hier gleich könnten. Aber es fühlt sich nicht so cool an. Wo liegt hier jetzt einfach Karten rum? Sind das Nagidai-Bilder? Kann ich nichts mit machen. So. Hoppala. Okay, es wird wirklich ein bisschen dunkel. Kann ich jetzt überall rasten oder ist es irgendwo besser? Kann ich auch ein Bett nehmen? So viele Fragen. So viele Fragen. Um Gottes Willen. Wenn wir schon hier sind, ganz kurz nur mal. Vielleicht machen wir auch hier die Folge kurz zu Ende, wa? Hey. Darf ich eigentlich da ein Schwert ziehen? Tu die Waffe weg. Nein. Jetzt benimm dich. Nein, Entschuldigung. Upp. Ich dachte, ich kann mich da durchschlagen. Entschuldigung. Ich würde es auch Disziplin. Gehen. Disziplin, die fehlt euch. Halt der Mund. So. Ja. Wer bist du? Ja. Yeah. Ein Arzt. Ah, die sind ja alle verwundet, okay. Matt. Oh, Entschuldigung. Ah, und die putzen hier alles. Aber das ist doch eine uralte Ruine. Das haben doch die nicht kaputt gemacht, ne? Das ist doch eine, die schon Ewigkeiten so rumsteht. Wieso lassen die jetzt hier alles putzen? Oder verstehe ich das falsch? Also, ne? Oder? Ich meine, wer weiß, wie lange das hier ist? Denn wahrscheinlich nicht so lang. Tritt zurück. Siehst du denn hier? Hier siehst du doch nichts. Naja. Es hat auch durch die Musik so ein klein bisschen. Ein klein bisschen Gothic Vibes. Bisschen. Also. Darf ich das? Muss halt. Darf ich das? So, Leute, auf geht's. Plätze. Der Kaiser wird uns führen. Plätze. Nach Novigrad. Ja, ist er gut. Ja. Jetzt müssen wir bei den Wölfen wieder vorbei. Schnellreisen. Wegweiser ermöglicht dir direkt vor einem Ort zu anderen. Oh, schön. Aber am Anfang vielleicht nicht. Guck jetzt mal. Trotzdem. Gerald, bitte. So, schnell. Ja. So, haben wir überhaupt schon was? Ja, tatsächlich. Die Sägemühle. Da waren wir aber noch gar nicht. Weil wir sind ja da. Ja. Okay. Komisch. Plätze? Wie waren das mit Plätze rufen? Naja, ist egal. Barbaren. Halt! Warum habe ich eigentlich nichts zu trinken? Lass den Unsinn. Entschuldigung. Falsche Taste. So. Wachen verärgert. Oh. So. Also, ihr Wölfe, jetzt komm. Versuchen wir es mal. Stahlwaffe. Was? Geht's nicht mehr? Kann ich mir zaubern? Ich kann nicht mehr zaubern!
Ich will meine Hexerfähigkeiten wieder haben. Also. Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen, warum dass ich die nicht nehmen kann. Die hat bestimmt einen Cooldown. Ich kann sie nicht dauernd nehmen, ne? Ah ja, aber die ist doch ziemlich schnell wieder voll. Ach, im Kampf wahrscheinlich nicht. Eieiei, Geralt, das habe ich nicht gewusst. Tut mir leid. Habe ich jetzt missgebaut. Ah ja. Oder? So, was habt ihr hier gefunden? Hm. Albaren, nicht schlecht. Oh ja, gute Sachen. Boah, guck mal. Also für mich sind es gute Sachen. Die sind komisch rot. Bienen, ich glaube, Bienen haben wir auch angegriffen, ne? Und das Ding kann explodieren, oder? Na, machen wir lieber nicht. Plätze, ich weiß nicht, wie ich dich rufen kann. Ist so her? Oh, komm so. Dahin stinkst nämlich. Anders, mit Plätze rufen. X. X. Gut. Kommt noch ein Brot rein. Hier hilft es wahrscheinlich nicht, ne? Noch ein Brot rein. Da ist die Wasserflasche. So. Ach so, das ist ein Slot. Ich dachte, Essen und Trinken ist getrennt. Gut, nicht schlimm. Aber jetzt reiten wir ja wieder den alten Weg, ne? Ach, ist wurscht. Muss mich erst nochmal ein bisschen zurechtfinden. Trink. Das ist ein Trunkener, den kennen wir schon aus Teil 1. Langsamer. Ja, da. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Was war seine Mission jetzt? Zaubern hat wieder nicht funktioniert. Ich lese nicht ganz. Elendes Aas. Oh, ich habe euch gerettet. Blöden. Ne? Los, lauf! Jetzt mal lasse ich euch verrecken. Geralt, das merken wir uns. Alles, was Bauer heißt, das lassen wir jetzt verrecken. Das hat echt eine schöne Optik. Auch der Wind und alles und das Rauschen und alles und. Ah! Fühlt sich sehr gut an. Halt! Ich bin froh, dass wir es angefangen haben. Da ist ein Ausrufezeichen. Au weh. Aber wenn wir es schon sehen, ne? Dann nehmen wir es so mit. Da hört sich was. Hey, jemand zu Hause? Oh, das ist aber eine kräftige Stimme. Alte Frau. Schlüssel verloren, meine Liebe. Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Was? Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein, und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Genau, gehen wir auf Abstand. Interessant. Ja. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten.
Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Jo. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Ja, ich finde das alles sehr seltsam. Mein erster Pfannenauftrag. Ja. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Gehen wir mal jetzt rein. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Genau. Nächste Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Eine blitzblanke Bratpfanne. Nächstes Mal. Servus.